Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Da wir in den letzten Tagen wirklich richtig viel durchgemacht haben, alle zusammen, ja ihr natürlich auch mit mir mit, weil ich euch ja immer berichte und das eventuell tatsächlich für den einen oder anderen, jetzt, der wird sich denken, sag mal, was ist denn bei denen immer los, muss ich so ein bisschen jetzt wieder Vorbereitung leisten für den nächsten Tagen oder für übermorgen quasi. Wir haben ja heute Freitag. Sonntag ist der große Tag der Hochzeit. Ich habe schon mal ein Video darüber gemacht, wie genau das, was, wie, wo, warum, könnt ihr euch dann nochmal angucken. Und ich möchte trotzdem nochmal so ein bisschen Gedankensortierung mit euch jetzt zusammen machen, weil das wird nochmal eine ordentliche Herausforderung werden jetzt in den nächsten Tagen. Heute ist Freitagnachmittag, es ist jetzt schon bestimmt 3 Uhr. Das Erste, was ansteht, ist, dass wir jetzt erst einmal auch das ganze Haus so weit leerräumen müssen und freiräumen müssen und natürlich auch putzen müssen, dass das sauber ist. So, das wird das Erste sein heute. Wir müssen außerdem heute noch Fleisch kaufen gehen, weil wir morgen dazu wahrscheinlich keine Zeit mehr haben werden. Ich habe allerdings gesagt, lass uns das Fleisch morgen kaufen. Weil das können ja sonst auch die Jungs machen. Ich könnte es auch mit meinem Mann sagen, den ich aber nach Möglichkeit so wenig wie möglich belasten. Weil da sind ja auch noch einige Dinge, die bei ihm anstehen. Das sind alles so Sachen, die jetzt in den nächsten 2 Tagen erledigt werden muss. Am Sonntag haben wir nämlich dafür überhaupt gar keine Zeit mehr. Genau. Also es wird folgendermaßen ablaufen. Am Sonntagnachmittag, ich meine, das war 14.30 Uhr, nicht mal die Zeit weiß ich, weil hat man mir schon so oft gesagt, aber ich habe es wieder vergessen, muss ich ehrlich sagen. Es muss so 14, 14.30 sein. Früher Nachmittag werden wir uns alle in Hamburg, also meine Söhne und das Brautpaar natürlich und deren Familie, deren Eltern in der Moschee in Hamburg treffen. Das ist eine sehr schöne Moschee. Wie weit ich da Aufnahmen machen darf, weiß ich nicht. Innen drin wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht von draußen so ein bisschen. Das muss ich mal gucken. Da werden wir uns alle treffen. Dann wird die Heiratszeremonie stattfinden. Ich habe so ein bisschen was darüber erzählt, wie das Ganze vonstatten gehen wird. Im Anschluss werden wir die gesammelte Mannschaft ja hier uns bei uns hier in Bad Oldesloe beim Haus von Gazi einfinden. Und einige kommen natürlich auch nicht hin, weil die ganze Verwandtschaft wird höchstwahrscheinlich nicht zur Moschee gehen, aber die werden dann direkt im Anschluss hierher kommen. Wir werden uns dann hier treffen. Hier wird aber noch einiges aufgebaut werden müssen, sprich also die ganze Torte und der Tisch, das soll natürlich alles schon stehen, bevor die Hochzeitsgesellschaft kommt. Und das bereitet sich etwas schwierig, weil natürlich alle von uns hier in die Moschee gehen werden. Das sind ein paar Fragestellungen, die wir jetzt noch zu klären haben. Kriegen wir hin? Bin ich sicher. Ist ja noch ganz lange hin, Leute. Und vor allen Dingen hat jetzt jeder von uns eine Aufgabe. Jeder hat ein paar Dinge, die er an Essen mitbringen will. Also ich mache ja Kartoffelsalat und Nudelsalat. Emel wird aber die schwersten Dinge vor sich haben und da sie jetzt keine Hilfe hier hat, die ihr zur Seite steht, vor allen Dingen mit dem Kind, ist das ein bisschen schwierig. Sie wird nämlich Lahmacun machen und diese eingerollten Weinblätter und sie wird noch Fleischspieße machen, diese Spieße, die sie ja immer macht im Backofen. Das alles muss morgen vorbereitet werden. So. Dann haben wir noch ein Tortenproblem, weil das muss ja auch noch gelagert werden. Ja? Wir haben eine Torte bestellt und die muss hin irgendwo. Und wir haben ja gar keinen Platz in unserem Kühlschrank. Und alles, was wir machen, muss ja auch kühl gelagert werden. Also es sind einige Problemstellungen, die wir noch in den Griff kriegen müssen. Außerdem haben wir auch alle Stühle noch nicht zusammen. Das muss heute auch noch in Angriff genommen werden. Also es ist einiges zu tun. Packen wir es an, würde ich mal sagen, und konzentrieren wir uns jetzt voll drauf. Ich hatte den ganzen Morgen damit zu kämpfen, meine Videos richtig reinzustellen. Das muss ja auch noch gemacht werden. Da ist eine Ente, guckt euch mal die an, die will unbedingt zur Ente da hinten. Das muss ja auch alles noch erledigt werden. Außerdem habe ich noch überhaupt gar keine Videos für morgen produziert und es wird ja morgen richtig viel Arbeit geben. Das heißt, eigentlich müsste ich das heute auch noch alles machen. Die steht dann ja wie eine Eins, guckt euch das an, als wird sie auf 2 Beinen zur Welt gekommen sein. Richtig süß. Die Ente da hinten ist ihr Ziel. Genau, ich kann ja mal munter weiter plaudern. Also,
Morgen wird das ganze Essen zubereitet. Sprich, hatte ich erzählt, Kartoffelsalat, Nudelsalat, Lahmacun, Fleischspieße und diese Weinblätter, die gefüllten. Und also das ist alles richtig viel Arbeit. Emma wollte das alles freiwillig machen. Wir hatten eigentlich gedacht, dass das ausgelagert werden könnte zu den anderen. Aber sie wollte das so gerne machen und dann freue ich mich natürlich drauf. Aber das wird sie allein machen müssen, weil ich muss ja auf Meliha aufpassen, es sei denn, sie schläft. Und dann würde ich, das hat mir fast aus der Hand gerutscht. Ne? Das ist immer genau das, was passiert, wenn meine Gelenke einschlafen. Ne? Also das ist mir jetzt auch das erste Mal passiert, dass mir tatsächlich das Handy deswegen aus der Hand fällt. Toll, da kommt ein Radfahrer. Das ist ja nicht gut, ne? Aber na gut, wir haben jetzt andere Probleme. Ich wollte sagen, ich werde die Hauptzeit wohl aufpassen müssen. Also erstmal kann ich zwar diese Weinblätter auch machen, aber es ist wirklich eine undankbare Aufgabe. Mache ich gar nicht gerne, kann ich euch schon mal sagen. Und auch Lahmacun mache ich nicht gerne, weil auch das ist richtig viel Arbeit. Wie sie das alles macht, sie sagt, sie kann das ganz schnell machen, auf die arabische Art, wie sie sagt, da bin ich gespannt. Und würde dann natürlich helfen, zur Seite stehen, soweit ich kann. Deswegen müssen wir heute schon mal das Haus so weit fertig bekommen, dass wir uns morgen nur noch auf das Essen machen konzentrieren. Was wir dann ja noch lagern müssen, in einem Kühlschrank, der eh schon bis zum Erbrechen voll ist. Ich möchte da mal Schwierigkeiten anmelden, aber kriegen wir alles hin. Alles kriegen wir hin, ich bin sicher. Gut, und am Sonntag wird dann der ganze Tag damit verbracht werden, sich einfach nur zu vergnügen, die Feier zu genießen. Wir werden natürlich viel noch machen müssen am Sonntag, aber das soll jetzt einfach nur noch Nebenaufgabe sein. Also das müssen wir alles morgen irgendwie erledigen. Und da wir jetzt hier nur zwei Frauen sind, ist das ein bisschen schwierig. Oh, nee, ich sag's euch, aber wir schaffen das schon. Und wie das Ganze mit dem Gedöns ist, weiß ich auch noch nicht so genau. Ich muss da jetzt nochmal nachfragen, wie denn da so die letzten Ergebnisse sind. Und dann müssen wir mal gucken, wer denn da nun kommen darf und wer nicht. Der Vater, der muss jetzt hier mal zurechtrücken alles. Ja, also ich freue mich jedenfalls drauf. Ich liebe ja solche Herausforderungen. Ich freue mich auch darauf, dass ich morgen ordentlich filmen kann für euch. Es würde mich jedenfalls freuen, wenn ich das machen könnte. Und so ist der letzte Stand der Dinge. Ich verabschiede mich jetzt und wünsche euch noch ganz viel Spaß auf meinem Kanal. Danke!